Einen schönen guten Morgen. Heute lernen wir temporale Präpositionen. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, die sich auf einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum beziehen. Man fragt mit wann und wie lange. Damit wir temporale Präpositionen leicht lernen können, ich habe sie in drei Gruppen verteilt. Temporale Präpositionen mit Akkusativ, temporale Präpositionen mit Dativ, temporale Präpositionen mit Genitiv. Und jetzt beginnen wir, temporale Präpositionen mit Akkusativ zu lernen. Es gibt fünf temporale Präpositionen mit Akkusativ. Diese Präpositionen werden immer mit Akkusativ verwendet. Also beginnen wir. Um. Um beschreibt eine Uhrzeit. Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. 10 Uhr ist in diesem Satz eine Uhrzeit. Bis. Bis beschreibt einen Endpunkt einer Handlung. Ich warte bis 12 Uhr. 12 Uhr ist hier ein Endpunkt, also nach 12 Uhr warte ich nicht. Von bis. Von ist Dativpräposition. Diese Doppelpräposition beschreibt Startpunktzeit und Endpunktzeit einer Handlung. Die Bibliothek ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, also 9 Uhr ist Startpunkt, 18 Uhr ist Endpunkt. Für beschreibt einen Zeitraum. Wir werden für eine Woche nach Samarkand fahren, also wir werden in Samarkand eine Woche lang. Für insgesamt sind wir 7 Tage in Samarkand. Über bedeutet länger als oder mehr als. Der Lehrer wartet schon über eine Stunde auf uns. Der Lehrer wartet mehr als eine Stunde auf uns oder länger als eine Stunde auf uns. Jetzt lernen wir temporale Präpositionen mit Dativ. Es gibt 8 temporale Präpositionen mit Dativ. Diese Präpositionen werden immer mit Dativ verwendet. An bzw. am. Am ist an plus Artikel im Dativ. Diese Präposition beschreibt einen Tag, eine Tageszeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Montag ist hier ein Tag. Am Morgen haben wir 2 Doppelstunden. Morgen ist eine Tageszeit. In bzw. im. Im ist in plus Artikel im Dativ. Diese Präposition beschreibt Zukunft oder innerhalb eines Zeitraums. In einer Woche fliege ich nach Samarkand. In einer Woche beschreibt hier eine Zukunft, zum Beispiel, wenn heute Montag ist, nächste Woche Montag fliege ich nach Samarkand. Im Frühling regnet es sehr oft. Frühling ist ein Zeitraum und innerhalb des Frühlings regnet es viel. Vor bedeutet zeitlich früher von einer Handlung. Vor der Arbeit macht er Sport. Arbeit ist hier eine Handlung und er macht Sport vor dieser Handlung. Nach bedeutet zeitlich später nach einer Handlung. Nach der Arbeit geht er ins Kino. Arbeit ist hier eine Handlung und er geht ins Kino nach dieser Handlung. Seit bedeutet Vergangenheit bis jetzt. Das bedeutet, eine Handlung ist in Vergangenheit begonnen und dauert bis heute. Seit 2 Jahren bin ich in Taschkent. Ich bin vor 2 Jahren in Taschkent gekommen und diese Handlung dauert bis jetzt. Bei bzw. beim. Beim ist bei plus Artikel im Dativ. Diese Präposition bedeutet gleichzeitige Handlungen. Beim Frühstück sehe ich fern. Das bedeutet, ich sehe fern, gleichzeitig frühstücke ich auch. Ab und von an. Diese Präpositionen bedeuten Startpunkt in der Zukunft. Ab 15 Uhr ist das Büro geschlossen oder von 15 Uhr an ist das Büro geschlossen. Diese bedeuten, dass das Büro bis jetzt auf ist, aber um 15 Uhr wird das schließen.
Und jetzt lernen wir temporale Präpositionen mit Genitiv. Es gibt drei temporale Präpositionen mit Genitiv. Diese Präpositionen werden immer mit Genitiv verwendet. Während. Während bedeutet gleichzeitig. Während des Unterrichts darf man nicht sprechen. Das bedeutet, man darf nicht gleichzeitig beides machen. Innerhalb. Innerhalb bedeutet irgendwann in einem bestimmten Zeitraum. Innerhalb einer Stunde müssen wir fertig sein. Hier ist nicht klar, ob wir in 10 Minuten oder in 40 Minuten fertig werden. Aber wir sind innerhalb einer Stunde fertig. Außerhalb. Außerhalb bedeutet in einem bestimmten Zeitraum. Zur Bibliothek geht niemand außerhalb der Öffnungszeiten. Das bedeutet, in der Zeit, die Bibliothek geschlossen ist, geht niemand dorthin. Und jetzt machen wir Zusammenfassung. Temporale Präpositionen beziehen sich auf einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum und man wird durch wann und wie lange gefragt. Und es gibt temporale Präpositionen, die mit Akkusativ oder die mit Dativ oder mit Genitiv verwendet werden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.